Dieses Video ist für all diejenigen, die vielleicht wirklich schon gute Noten oder vielleicht sogar sehr gute Noten schreiben oder vielleicht sogar die Klassenbeste oder Bestherr sind. Und heute möchte ich euch darüber sprechen, wie ihr mit dem Erwartungsdruck seitens der Mitschüler, seitens der Lehrer, seitens eurer Eltern, seitens eurer Freunde damit umgeht, wenn die dann automatisch unterbewusst erwarten, dass du auch die ganze Zeit weiterhin so gute Noten schreibst, wie du damit umgehst, jetzt in diesem Video. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du mit dem Erwartungsdruck von außen angehst. Ja, ganz, ganz oft ist es so, dass man denkt, boah, wenn ich nur gute Noten schreiben würde, dann wäre alles besser. Und natürlich ist vieles besser, wenn man gute Noten schreibt, aber, und das kriege ich halt immer wieder mit, für diejenigen von euch, die vielleicht schon ganz gute Noten schreiben, vielleicht sogar sehr gute Noten oder wirklich zu den absolut Klassen- oder Schulbesten gehören, auch das ist nicht einfach, ja, weil die Lehrer gehen davon aus, dass du jede Klausur richtig gut schreibst. Er geht auch davon aus, im Prinzip, dass du bei jeder Mitarbeit eigentlich immer die Antwort weißt. Deine Eltern, auch wenn die vielleicht, selbst wenn die sagen, hey, mir ist dein Schritt gar nicht so wichtig, selbst wenn du gerade 1,0 oder was auch immer schreibst, ich will eigentlich nur, dass du glücklich bist, deine Ziele erreichst und dir nicht so viel Stress machst, ja. Das kann alles super gut funktionieren, nur ist es vielleicht für dich trotzdem so, dass es für jeden um dich herum komisch wäre, wenn du auf einmal eine schlechtere Note hättest. Und du weißt nicht genau, was soll ich denn damit machen, ja. Und dementsprechend will ich einmal mit euch darüber sprechen, wie ihr das eben für euch lösen könnt, weil das Allerwichtigste, was ihr da im ersten Moment mal tun könnt, ist euch selbst einzugestehen, dass es so ist. Ja, dass ihr wirklich einfach mal sagt, okay, ich schreibe gute Noten und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand mir sagt, ich muss gute Noten schreiben, aber trotzdem habe ich dieses Gefühl, wenn ich jetzt keine guten Noten schreiben würde, wären alle irgendwie total enttäuscht von mir. Ja, sei es Mitschüler, sei es Freunde, Lehrer, Eltern, was auch immer. Und sobald ihr euch das einmal eingestanden habt, fragt euch, von welcher Person verspüre ich denn den meisten Druck? Und auch da wieder ganz wichtig, es muss nicht sein, dass eine Person euch aktiv Druck macht. Es kann sein, dass euer Lehrer noch nie gesagt hat, ich erwarte aber schon 14 Punkte von dir in der nächsten Klausur. Es kann sein, dass ein Mitschüler noch nie zu euch gesagt hat, hoffentlich, wehe irgendwie, du sackst notentechnisch in dem Schuljahr ab. Oder auch, dass deine Eltern, Freunde, nie jemand sowas zu dir gesagt hat, aber weil es schon über eine gewisse Zeit so normal ist, dass du die Person bist, die immer so gute Noten schreibt, dass du dich dann trotzdem indirekt unter Druck gesetzt fühlst, weil wenn es nicht so wäre, wüsstest du nicht, wie sie reagieren würden. Und das ist vollkommen in Ordnung und da hast weder du noch sie irgendeine Schuld, sondern es ist einfach durch die Situation gegeben. Und was für dich dann total wichtig ist, dass du dir dann wirklich einfach mal überlegst, wo, auch wenn die es nicht aktiv gesagt haben, auch von wem fühle ich indirekt irgendwie den größten Druck? Wo, bei welcher Person oder welcher Personengruppe habe ich am meisten Angst davor, wie sie reagieren, wenn ich schlechte Noten schreibe? Ja, es kann zum Beispiel Mitschüler sein, ist aber meistens vor allem die Eltern oder vielleicht auch Freunde. Und gerade mit den Personen, wo ihr irgendwie auch auf einer emotionalen Ebene eine ganz starke Bindung habt, gerade da ist wirklich das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist die Person direkt darauf anzusprechen. Nicht, weil sie einen Fehler gemacht hat, nicht, weil du einen Fehler gemacht hast, sondern einfach, weil die Situation so ist. Ja, das heißt, du sagst einfach, zum Beispiel, wenn du bei deinen Eltern einfach nicht weißt, hey, wenn ich auf einmal mit einer 4 in Mathe heimkomme, einfach weil ich mal voll Prüfungsangst hatte oder irgendwie das Thema ausnahmsweise mal nicht verstanden habe, was wäre dann? Und du vielleicht auch merkst, da baut sich die ganze Zeit Druck auf, was vielleicht nochmal mehr Risiko für Prüfungsangst, für ein Blackout und dann wirklich vielleicht mal für eine 4, obwohl du eigentlich alles immer richtig gut verstehst, dann wirklich auch eine Gefahr dafür darstellen könnte, dann geh einfach in das Gespräch und sag, Mom, Dad, es klingt vielleicht komisch, so, ich weiß, dass ihr mich nicht unter Druck setzt, ich weiß, dass ihr eigentlich nichts von mir erwartet und dass ihr eigentlich nur wollt, dass ich glücklich bin. Ich habe mir nur in der letzten Zeit einfach voll gemerkt, dass ich irgendwie voll Angst davor habe, auch meine schlechte Note heimzubringen. Und das ist für euch, das zu sagen, zu euren Eltern beispielsweise, erstmal total schwierig, ja, weil ihr macht euch verletzlich, ihr sagt euch was, wovon, oder sagt ihnen was, wo es erstens sie vielleicht ihnen nie bewusst war und sie nie so gedacht haben und du eigentlich auch weißt, dass sie nicht so denken, aber es sich trotzdem irgendwie für dich so anfühlt oder du zumindest vor der Reaktion oder vor der potenziellen Reaktion Angst hast. Und dementsprechend weißt du ja dann auch in der Situation, wenn du es ansprichst, nicht, wie sie darauf reagieren werden, ja. Und deswegen seid euch da wirklich ja, bewusst, dass es normal ist, dass man sich da, dass es total viel Überwindung kostet, das überhaupt mal aussprechen, diesen einen Satz oder diese 2, 3 Sätze. Nur wenn ihr das gemacht habt, dann gerade wenn eure Eltern euch sowieso nie Druck gemacht haben, ja, solange ihr das einfach neutral ausdruckt und eben nicht in dem Sinne von, dass sie das Gefühl bekommen haben, dass du irgendwie unzufrieden warst, dass sie dich unter Druck gesetzt haben, was sie ja wahrscheinlich nie getan haben, ja, so einfach sagen,
ich weiß einfach nicht, was passiert, wenn ich meine schlechte Note heimbringe und setze mich irgendwie voll unter Druck. Wenn du das wirklich ehrlich einfach so raussagst, werden deine Eltern zu dir kommen und sagen, hey, ist alles gut. So, du darfst auch mal eine 4 schreiben. So, du darfst auch mal eine 3 schreiben. Das ist alles vollkommen in Ordnung. So, du bleibst unser Kind und wir lieben dich so, wie du bist. Ja? Und deswegen mach das bitte unbedingt mal, wenn ihr wirklich merkt, hey, das setzt mich unter Druck. Oder auch vielleicht mit dem Lehrer. Gerade wenn ihr ein sehr guter Schüler seid, habt ihr sowieso in der Regel ein sehr gutes Verhältnis mit eurem Lehrer. Wenn ihr da das Gefühl habt, irgendwie, dass der Lehrer irgendwie dich nie aufruft und immer nur dann aufruft, wenn kein anderer mehr weiter weiß und dann immer erwartet wird, dass du die Antwort weißt. Sprecht es mal mit dem Lehrer ab, sag so, hey, irgendwie, es ehrt mich total, dass sie mir immer zutrauen, dass ich für alles die richtige Antwort habe und ich weiß auch, dass ich es in der Regel schaffe. Nur setzt es mich irgendwie auch total unter Druck, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf keine Fehler mehr machen. Vielleicht auch, wenn du an der Tafel mal was vorrechnen musst oder wie auch immer. Sprecht es auch mit deinem Lehrer ab, die sind meistens sehr verständlich. Bei deinen Mitschülern ist es ein bisschen ein anderes Thema, weil da ist es natürlich wirklich so, oftmals einfach so, ja, XY schreibt immer die besten Noten, Da kann es sinnvoll sein, einfach auch einmal zu sagen, so, ja schon, hat bisher gut funktioniert, aber ich weiß auch, dass es jederzeit mal nicht so sein kann. Ja, dass sie einfach im Kopf der anderen auch mal signalisiert, hey, nur weil es bisher so war, ist das keine Garantie für die Zukunft. Und ihr könnt auch mal sagen, hey, je nachdem, wie gut ihr mit denen seid, ja, wenn die euch mehr ein bisschen so damit aufziehen, hat das meistens weniger Sinn. Aber gerade wenn es auch irgendwie Freunde und wirklich gute Mitschüler sind, sagen so, hey, ich finde es voll cool, irgendwie, dass ihr das immer so hervorhebt, irgendwie, dass ich irgendwie zu den Klassenbesten gehöre oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich bin mir selbst nicht immer 100% sicher, ob ich wirklich auch die Note bekomme. Und mich setzt es irgendwie, ja, irgendwie fast schon ein bisschen unter Druck, wenn ich immer das Gefühl habe, jeder hier in der Klasse geht davon aus, dass ich immer die beste Note schreibe. Und wenn die cool sind, haben sie eben auch darauf Rücksicht, wenn die dich ein bisschen damit aufziehen, wie gesagt, einmal klar machen, ja, hey, ist deswegen nicht sicher. Und dann musst du da, das ist leider öfter in der Schule so, einfach auch mal drüber stehen. Aber das Allerwichtigste ist eben, dass du diesen passiven Druck, der eigentlich nie kreiert worden ist, nicht dafür sorgen lässt, dass du irgendwie dann wirklich mal eine Prüfung, vielleicht sogar die Abiturprüfung, nicht so gut schreibst, wie du es eigentlich könntest. Deswegen unbedingt diese Thematik adressieren, dass du das halt dann auch wirklich los wirst. Und wenn es einmal ausgesprochen ist, ist der Druck dann in der Regel auch schon sehr, sehr stark weg. Wenn es ein Thema ist, mit dem du Probleme hast, sei es Erwartungsdruck von außen, dass du dir Selbstdruck machst, Selbstzweifel, was auch immer, komm zu uns ins Traumabitur-Coaching. Das ist eben genau das, was wir bei uns im Coaching sehr, sehr stark thematisieren, wo wir wirklich auch schon binnen der ersten Woche extreme Durchbrüche haben, wirklich, wo wirklich dann einfach diese ganze Angst einfach mal weg ist, diese ganzen Selbstzweifel mal weg sind. Deswegen bewerb dich einfach entweder in der YouTube-Beschreibung auf den Link klicken oder eben im ersten angepinnten Kommentar. Einfach auf leoeckel.de gehen, einfach mal die Bewerbung ausfüllen. Mein Team wird dann professionell mit dir darüber sprechen. Wo liegen gerade deine Probleme? Wo möchtest du hin? Wie können wir dir da weiterhelfen? Ja, und dann können wir eben auch dafür sorgen, dass diese Selbstzweifel dann auch dementsprechend weg sind. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Especially if it's my dream, I can't let none.